mal, wirst du abgeholt? Meine Tante wohnt hier. Das sieht aber noch ziemlich frisch aus. Lass dir von deiner Tante einen Umschlag aufs Auge machen. Bis hin. Tschüss. Schau dir mal den an hier. Ja, ja. Sagtest du nicht, deine Tante holt dich ab? Die war nicht da. Die ist verreist. Woher kommst du eigentlich? Aus Frankfurt. Aber der Zug kam doch gar nicht aus Frankfurt. Und wohin willst du jetzt? Nach Frankfurt. Von hier fährt heute kein Zug mehr nach Frankfurt. Hast du denn überhaupt schon was zu Abend gegessen? Also, du kommst jetzt erstmal mit in die Bahnhofsmission. Da bekommst du tüchtig was zu essen und ein warmes Bett haben wir auch für dich. Schmeckt's dir? Hatten dich denn deine Eltern bei deiner Tante nicht angemeldet? Du schwindelst mir doch was vor, hm? Wohnst du wirklich in Frankfurt? Also, wo wohnst du? Im Dorf. Wie heißt das Dorf? Hör mal, ich will dir doch helfen. Vor mir brauchst du doch keine Angst zu haben. Du bist von zu Hause ausgerissen, stimmt's? Und warum? Ist es wegen der Schule? Oder sind deine Mutter und dein Vater so streng? Ich habe keinen Vater. Ist er tot? Sind deine Eltern geschieden? Hör mal, deine Mutter wird sich sicher große Sorgen um dich machen. Habt ihr Telefon? Ich will nicht mehr nach Hause. Hast du sowas Schlimmes angestellt? Axel, der schlägt mich dauernd. Wer ist Axel? Von meiner Mama, der Freund. Bahnhofsmission? Das kann ich Ihnen erklären, wenn ich Christian abhole. Nein, nein, so ist das nicht. Der Junge hat eine blühende Fantasie. Gut, ich setze mich sofort in den Wagen. Ist ja nicht weit. Wo ist denn das? Sie müssen durch die Halle, rechts die Treppe hoch und dann die nächste Türe. Wollte sie ihren Jungen denn gar nicht sprechen? Also wenn meiner war sowas. Gleich 9:30. Mein Mann wird schön sauer sein, wenn ich sage, dass ich noch bleibe.
Schubert. Ich bin die Mutter von Christian. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Morgen hätte ich ihn bei der Polizei als vermisst gemeldet. Bitte. Als alleinstehende Mutter habe ich es wirklich nicht leicht mit ihm. Woher hat denn Ihr Bub das blaue Auge und die geplatzte Lippe? Der rennt doch gegen alles Mögliche. Macht doch nie richtig die Augen auf. So auch diesmal. Ihr Christian hat offensichtlich Angst vor einem Axel, mit dem Sie anscheinend zusammenleben, oder? Angst, dass er sich da wieder einredet. Er könnte den Axel den besten Kameraden haben. Aber Christian bleibt sperrig. Bei nichts will er mitmachen. Keinen Sport. Nicht einmal unsere Radtouren. Und deshalb schlägt ihn Axel. Mal im Wischer, wie bei jedem Kind. Jedenfalls ist Axel nicht strenger zu ihm als jeder andere Vater. Haben Sie sich mit Ihren Erziehungsschwierigkeiten schon mal an die Erziehungsberatung gewandt? Nein. Wozu auch? Ich meine, damit muss ich doch alleine fertig werden. Werden Sie das wirklich? Naja, wir können das von hier aus nicht nachprüfen und das ist doch nicht unsere Aufgabe. Aber ich möchte Sie doch bitten, dass Sie mir Ihre Adresse hier aufschreiben. Du, deine Mama ist da. Nach Hause. Er ist wach. Wenn du nochmal ausreißt, das mache ich dann aber nicht mehr mit. Verstehst du? Eine super Mutter ist die aber nicht. Ich werde auf jeden Fall einen Bericht an das zuständige Jugendamt machen. Ich habe ja die Adresse. Kommst du nun oder was ist mit dir? Da ist nicht geschleppt. Was für eine Lage du anbringst. Allein die Blicke von denen, als wenn ich eine Rabenmutter bin. Familienhilfe. Was hast du denen eigentlich erzählt? Antworte gefälligst, wenn man dich was fragt. Sonst bist du doch mit dem Mundwerk immer vorne weg. Wenn du wenigstens richtig abgehauen wärst, nach Hamburg. Das Binder Passagier, das hätte mir imponiert. Aber das bist du ja nach Karlsruhe. Ich wollte ja nach Frankfurt. Tja, sehr einfach mit 100 Mark, die du aus der Wirtschaftskasse geklaut hast. 100 Mark fehlen aus dem Glas. Wir könnten so ein schönes Leben haben. Aber immer ist was mit dir. Das Glück, dass morgen Samstag ist. Ich hätte dir keine Entschuldigung geschrieben für die Schule. Nix da, Christian. Vor allem mit deinem Bett schlafen, als wäre nichts passiert. Das könnte ja so passen. Mama! Komm her, du Jammerlappen, du! Mama! Mach mal Mann auf dir! Mama, hilf mir!
Axel, was soll das nun wieder? Mama! Den Speich überlacht den Schuppen, dann vergeht ihn nicht, Frauen. Mama! Wenn ich ihm eins überziehe, dann schneid ich ihn an der Beine. Mama! Ach, sei ruhig und mach mich nicht wütend. Mama! Mama! Sieh mal nach, was er sonst noch geklaut hat. Mit euch beiden. Das halte ich nicht mehr aus. Das ist zum... Hat er geklaut? Ist er abgehauen oder nicht? Mit euch beiden. Und verdiene ich bloß dieses Kind. Sein Vater war genauso. Meinetwegen wollte er sich nicht scheiden lassen. Aber dann hat er sich 3 Jahre später wegen einer anderen doch scheiden lassen. Gib ihn heim. Mit uns beiden läuft's doch. Du? Na, du traust dich was. Sag bloß, der Christian hat dir nicht gesagt, dass er abgehauen ist. Nichts? Ha, du willst schnüffeln kommen, ha? Ha! Agirius, hier im Schuppen! Wieso bist du wieder zurück? Ich hab die Bahnpolizei geschnappt. Deine Mutter hat vor sie, aber beim Einkaufen ist du bist freiwillig zurückgekommen. Stimmt ja gar nicht. Zuerst habe ich die Bullen abgehängt, dann haben sie mich mit Polizeihunden verfolgt und eingekreist. Die Verdachten, die es noch angesperrt, stimmt's? Meine Mutter darf mir nichts zu essen bringen. Dieses Schwein. Wart, ich hole dir Philippe, Sumin, Enes, Tafina. Was ist hier? So, 4 Jona Gold. Hier müsste endlich Tempo 30 erlaubt sein. Stimmt das wirklich, dass die Schubert den Kerl heiraten wird? Die und heiraten? Ist doch schon der 4., der bei ihr wohnt. Also, dass die zulässt, dass der Kerl den Jungen dauernd schlägt. Dabei ist der Christian so ein anstelliger Junge. Ich brauche bloß zu sagen, Christian, trägst du mir wieder mal eine Lieferung aus? Noch nie hat er Nein gesagt, niemals, 3-mal. Ja. Aber in der Schule, da schreibt er lauter 6er, sagt mein Jüngster. Noch ein Kaffee, bitte. Na, ist das ein Wunder? Also gekümmert um den so richtig haben sich doch nur die alten Schuberts nicht. Und das Haus, das haben sie ja auch dem Christian vermacht. Die Junge, naja, 40 Jahre Zaun an Zaun, da braucht von der keiner mehr was zu erzählen. Heute Morgen, als sie da gestanden und mir erzählt, den Christian hätte mal wieder die Abenteuerlust gepackt. Er sei gestern vor der Schule ausgerissen, aber nachts freiwillig wieder zurückgekommen. Freiwillig? Mhm. Geschrien hat der wie am Spieß. Wir sind alle nachts davon aufgewacht. Ja, und sowas lasst ihr zu? Jeder muss seine Kinder selbst erziehen. Bei uns hat es auch Prügel gegeben. Warum machst du es mir bloß so schwer? Ich kann mich nun mal nicht so um dich kümmern wie andere Mütter. Ich muss ihren Geld verdienen. Der Axel schlägt mich immer. Ich habe von meinem Vater auch eine Prügel bekommen. Sogar als Mädchen. Gedacht. Treusorgende Mutterseele. So kann das nicht mehr weitergehen. Das halte ich nicht mehr aus. Nix da. Dieses Wochenende bleibt für den Stall. Lass ihn los. Ach, bin ich hysterisch. Ich sag dir, lass ihn los. Er ist nicht dein Kind. Ja, ja. Aber der Kerl muss endlich mal richtig erzogen werden. Ihr seid doch nur eifersüchtig aufeinander. Und er ist der Schwächere. Du willst ihn doch bloß aus dem Haus haben. Hier, deine Erziehung. Bitte, dann pack ihn hier in Watte. Der kriegt mich im Schuppen eingesperrt. So kann keine Mutti sein. Danke. Hier ist leider eine Polikalia. Tamatja, Tostoma. Also, ich habe 6 Kinder, aber mein Mann und ich, wir schlagen die Kinder nicht. Aber das kann man doch nicht mehr mit ansehen. Da muss man doch was unternehmen. Und dafür gibt es doch ein Jugendamt. Und warum haben Sie es dem Jugendamt nicht gemeldet? Wo Sie doch bei denen alles hören und sehen? Ach ja, und nachher hat es im Dorf, wir sind diejenigen gewesen,
wie das Jugendamt auf die Schubert gehetzt hat. Nee, nee. Jeder fege vor seiner Tür. Schönen Sonntag. Mein Gott, ich stehe hier rum und zu Hause wartet. Sie kennen den Jungen ja genauer. Wiedersehen. Da ist er nicht mehr drin. Wo haben Sie den Christian jetzt eingesperrt? Überhaupt nicht. Er ist auf seinem Zimmer. Aber was geht das Sie an? Der Christian ist ein guter Junge. Wie können Sie als Mutter es zulassen, dass Ihr Freundin andauernd prügelt? Andauernd? So ist es ja nicht. Das ganze Dorf spricht schon davon. Eine Schande ist es, ein Kind einzusperren bei Wasser und Brot. Ich habe es ja weiter nicht mehr zugelassen. Algerian sagte, Christian wurde von Axel geschlagen. Stoprosho, was da macht ihr? Stoma. Algerian, hier rein zu Ihnen. Dann wird er sehen, dass Christian wieder in Ordnung ist. Christian ist ein guter Junge. Ich habe 6 Kinder, aber ich habe sie nie geschlagen. Mein Mann auch nicht. Frau Schubert, wenn mir noch einmal sowas zu Ohren kommt, melde ich es bestimmt dem Jugendamt. Niemand im ganzen Dorf straft sein Kind so wie ihr. Somi. Pompokaya. Yes. Kiedy? Hast du gar nicht mehr? Ist dir schlecht? Ich hau wieder ab, bis nach Hamburg. Und dann als blinder Passagier nach Amerika oder Afrika. Kommst du mit? Ich? Nein. Meine Mutter und meine Geschwister brauchen mich. Diesmal erwischen die mich nicht. Jetzt weiß ich, was ich mache. Also, wenn Sie meinen, dass Sie damit was bei der erreichen können, dann irren Sie sich. Eins weiß ich jedenfalls bestimmt. Die kommt bei mir nie mehr einkaufen. Naja, sehen Sie, und so viele Kunden haben Sie ja nur wirklich nicht. Sie schauen? Die Mutti von Christian ist nicht schlecht. Nein, sie ist schwach. Und schon 32. Und mit einem 12-jährigen Jungen. Naja, der Kerl, der ist doch mal gerade so Mitte 20. Ja? Also sowas kann einfach nicht gut gehen. So ein Schwein! Der Christian wäre wirklich besser in einem Heim aufgehoben. Heim? Familie ist viel besser. Jetzt hast du es. Weil du den Christian dauernd prügelst, rückt uns das halbe Dorf ins Haus. Deine Eifersucht auf das Kind. Eifersucht auf den? So Quatsch kann er nur dir einfallen. Ich mache einen Kerl aus dem Klavier. Christian! Du wirst ihm nichts tun. Wenn du ihn wieder anfasst, rufe ich die Polizei. Bitte, spiel jetzt nicht verrückt. Ich nehme deinen Liebling zum Fußballplatz. Kannst es dem lieben Nachbarn sagen. Christian! Christian! Thank you.
Ist er bei euch? Der Christian hat sehr Angst. Er will nichts mehr nach Hause gehen. Ich mit meinen 6 Kindern habe es für Christian auch Platz. Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Christian und Argyrios, die gehen beide zur Schule. Mittags kommen zusammen. Και θα τους μαγειρεύω εγώ. Ich koche für die beiden. Moussaka, Pastizio. Και θα είμαστε όλοι μαζί. Papalapa. Wenn du so leicht hast, garantiert das Jugendamt auf dem Hals, von wegen Kinderverwahrlosung und so, weil du dich auch nicht um ihn kümmerst. Ich hole ihn. Eine Jacke. Thank you.
Verbrechen für eine Suchmeldung der Polizei. Gesucht wird der 12-jährige Christian Schubert, der gestern Abend überstürzt die elterliche Wohnung verließ. Der Junge wurde zuletzt vor einem Waldstück bei Förch gesehen. Er war mit einem blauen Jeansanzug, hellblauen Pullover und weißen Tennisschuhen bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.